Hi, eine kleine berufliche Anekdote. Ich wurde mal gebeten, eine Dokumentation über Wolfgang Job zu vertonen. Das war der völlige Wahnsinn für mich, weil vor vielen Jahren hat mir Wolfgang Job einen Preis überreicht im Rahmen der Berlinale und so konnte ich so ein kleines bisschen zurückgeben. Und als Wolfgang wiederum hörte, dass ich der Komponist bin von damals, war er total gerührt. Wolfgang Job ist wahrscheinlich einer der größten David Bowie-Fans auf der Welt und daher trat der Regisseur an mich heran und fragte: Du, sag mal, ich hätte da in dieser Doku so eine kleine Sequenz über David Bowie drin. Könntest du mir Heroes ein bisschen cineastisch arrangieren? So als Überraschung, ich lege das dann einfach unter. Und sag, klar, mache ich wahnsinnig gerne. Und für mich war es wie so ein Ritterschlag. Einerseits Filmmusik kreieren für einen der größten Modeikonen unserer Zeit und auf der anderen Seite postum David Bowie auf diese Art und Weise so ein bisschen zu ehren. Und die kleine Sequenz zeige ich euch jetzt gleich und die gesamte Dokumentation findet ihr in der ARD-Mediathek. Das war's, bis bald, viel Spaß, tschüss! For me, probably one of the most exuberant and creative periods for my particular life. I fortunately met Brian Eno during that period, and so I mean, it formed an incredibly good collaborative team with myself, Tony Visconti, and Brian Eno, and we produced a lot of, I thought, really good music during that period.